Hallo zusammen, heute machen wir Striptease. Striptease, das ist ja ein englisches Wort für ausziehen und heute ziehen wir uns aus bei Wemo. Also, wir ziehen die anderen aus. Was ihr seht, ist eine Beige oder ein Stapel Isolationspanel. Wir schauen uns näher an. Hier ist zum Beispiel die Türe. Wir sehen hier, die liegt jetzt oben. Das ist die Kühlraumtüre. Und wenn wir dann rüberschwenken, haben wir hier ein Bodenelement, ein Deckenelement und hier das Bodenelement. Wir sehen jetzt hier, das ist ein Chromstahlboden von der Kühlzelle. Und hier ist diese Folie drauf und wir sind jetzt bei unserem Lager und hier hat es eine Temperatur von 15 bis 18 Grad. Wir sehen jetzt hier bei diesem Eck, hier kann man dann ein bisschen mit dem Teppichmesser die Folie anheben und so lösen und hier zum Beispiel der Kante entlang schneiden. Und so kann man dann die Folie besser ablösen. Ja, diese Kühlzelle hier, die kommt in der Küche. Und diese Küche ist im Rohbau. Die Temperatur aktuell in diesem Rohbau ist unter 0 Grad. Und bei Temperaturen unter 15 Grad diese Folie abzuziehen, könnt ihr vergessen. Ideal sind Temperaturen über 20 Grad, dann kann man diese Folien Ringe abziehen. Jetzt für diese Kühlzelle hier, die hat etwa 12 Kubik Inhalt, da sind wir jetzt hier dran, umbeigen, auspacken, umschichten, zwischen zu zweit rund 3 bis 4 Stunden dran. Nur, dass wir die Folie wegkriegen. Dann ist die Kühlzelle noch nicht zusammengebaut. Also diese Folie hier wegziehen ist im Verhältnis relativ ein großer Aufwand. Und jetzt ist immer das Thema, wer zahlt diesen Aufwand? Also die Kühlzelle zu stellen, wenn der Boden flach ist und so weiter, ist weniger Aufwand als das Striptease der Kühlzelle. Ja. Das soll es gewesen sein vom Striptease heute. Nicht, was ihr am Anfang gedacht habt, sondern wir machen das nicht täglich, aber einmal in der Woche machen wir Striptease. Ich habe auch ein Video hier gemacht von unseren Kühlboxen. Die sind in Chromstahl und haben außen drauf eine Folie. Und ja, da könnt ihr auch Striptease machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eugen, haben wir Striptease.